Das ist ja krank, was sie für Gewichte bewegt. Hardcore-Bodybuilderin macht mich fertig. Let's go. Servus, ich bin's, die Tiff hier. Ich bin jetzt bereits schon im Studio. Ich warte aber. Der verlorene Sohn, der Luca, ist nämlich noch nicht da. Dann habe ich gedacht, dann trainiere ich halt alleine. Luca kommt zu seinem eigenen Video zu spät. Das geht doch nicht. Und dann später zeigt man ihm mal, wie das Training richtig funktioniert. Hi. Guten Tag. Ich habe gehört, du bist heute mein Date. Das Training, genau. Alles klar? Jo, was geht? Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. So. Du bist ready? Ich bin ready. Ich würde mir noch einen Booster reinmachen. Ja, ja, ich auch schon. Ja. Ich meine, grundsätzlich fürs Training. Ja, muss sein. Ich habe ja heute eine gute Ware bekommen. Auf meinem Jersey steht hinten Williams drauf mit der Nummer 11. Wer das ist, absolut keine Ahnung. Ich habe es einfach bestellt. Gut, Rücken passt bei dir, oder? Rücken passt. Ich passe mich an. Sehr gut. Mal gucken, wer wen fertig macht. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich musste heute Morgen schmunzeln. Er hasst einarmig, ich liebe einarmig. Und dann hat er auch noch Tibarudern gemacht, was ich absolut hasse. Das wird richtig interessant. Wer gibt das Training vor heute? Zusammen, oder? Ja, wir probieren das zusammen. Hauptsache, das Training knallt. Komm, ich mach auch noch ein bisschen rein. Ich glaube dir jetzt, dass der Rücken einen guten Punkt kriegt, dass der mal breiter wird bei mir. Gerade wenn sie sagt, sie hat mir gerade noch erzählt, sie macht jetzt Figur. Und will dann irgendwann in Physik gehen. Ich weiß gar nicht, was brauchst du da mehr? Ich kenne leider den Unterschied nicht zwischen Figur und Physik. Ich glaube, Physik ist das Heftigste bei den Frauen, oder? Ich verfolge halt Frauen-Bodybuilding gar nicht, Freunde. Weder Bikini, noch Wellness, noch Physik, überhaupt nicht. Absolut null. Schon noch einiges, denke ich. Schon ein guter Unterschied, ja. Aber schauen wir mal. Das Problem ist halt, da ich in der Figurklasse nicht mit diesem I-Walk zurechtkomme. Ich liebe halt Bodybuilding-Posen. Ich liebe das halt einfach, weil in den Verbänden, wo ich zuvor gestartet bin, hat man halt in der Figurklasse trotzdem die Bodybuilding-Posen. Das hat man bei NPC halt nicht. Der Hotzklotz, danke fürs Abo, mein Lieber. Aber ich wollte halt auch den NPC-Weg einschlagen, weil es ist halt von der Konkurrenz, da stehe ich halt dann auch mit Leuten auf der aber Bühne. Aber war das dein erstes Jahr NPC? Ich bin das Jahr zuvor schon mal gestartet, aber nur so just for fun, halt um mal reinzukommen von den Posen her. Ja. Und jetzt mal gucken, was im Herbst passiert und wo die Reise hingeht. Mal gucken, wie breit der Rücken wird. Ich nehme von dir Input mit und dann muss er ja breit werden, oder? Das sollten wir eh noch sagen. Also sie ist übrigens ab heute, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, dann keine Ahnung, seit einer Woche oder so, neu im Team HPN. Glückwunsch! Ich bin gerade duschen gegangen. Meine 10 Dosen Insanity sind übrigens heute angekommen, die der Fabio sich durch die Nase ziehen wird. Ich hab mal erstmal den Deckel vom HPN-Shaker weggeworfen. Also zur Erwähnung, ich bin sehr tollpatschig, gell? Kann auch sein, ich breche mir mal was im Training. Hast du schon mal verletzt? Ja. Echt? In der letzten Vorbereitung habe ich mir einen Bandscheibenvorfall geholt, weil ich gemeint habe, ich muss super gut Kreuz heben. Davor die Vorbereitung habe ich mir meine Kniescheibe zweimal angebrochen. Davor die Vorbereitung habe ich mir zwei Finger angebrochen und zwei ausgekugelt. Einfach kann jeder. Katastrophe, die Arme, ne? So ein Krüppel wie ich, Alter. Warum nicht mit der trainieren? Irgendwie wird es immer. Irgendwie. Panzertape und Sekundenkleber. Mal noch kurz zur Erklärung. Ja. Wir machen Rücken und danach noch Bizeps. Ich weiß gar nicht, ob wir es nämlich schon erwähnt haben. 6 Übungen für den Rücken haben wir gesagt. Wir schauen uns einfach mal so ein bisschen im Training, worauf wir Bock haben. Ich habe so einen groben Ablauf immer im Kopf, weil ich schon immer so einen relativ ähnlichen Ablauf habe. So, ich fange halt immer mit was von oben an oder so. Aber ob das jetzt die High Row ist, ob das breiter Latzug ist oder so. Das ist eigentlich relativ egal. Dann machen wir noch 2 oder 3 Übungen für Bizeps. Ich habe gehört, du magst einarmig total. Wir müssen hier ein bisschen poppen, ein bisschen. Mich nervt es dann immer nur. Am Ende fange ich mit der einen Seite an, auf einmal geht mit der anderen weniger oder ich verzähle mich oder so. Ich spüre sowieso eigentlich beide Seiten relativ gleich gut. Es macht natürlich Sinn, wenn jetzt eine Seite deutlich besser ist wie die andere. Aber das Schöne bei der ist, hier verlaufen die Gewichtsblöcke sowieso einzeln. Heißt, man kann jetzt nicht mit der einen Seite mehr ziehen, genau. Die Maschine ist auch richtig geil. So, ich glaube, wir haben es immer. So. Mehr Gewicht. Man kann halt auch schwer mithalten. Ja, nee, ist egal. Komm. Ich glaube, Tiffany hat tatsächlich im Rückentraining würde die mich abziehen. Ich bin im Rückentraining so schwach. Ich glaube, die würde überall mehr Gewicht nehmen als ich. No joke. Auf geht's. Ich habe brutal schwache Griffkraft. Ich bin so ein Lappen, wenn es um Rückentraining geht. Das fuckt mich ab. Einzige Übung, wo ich Power habe, ist Kurzhantelrudern. Aber sonst bin ich unfassbar schwach, Digga. Also in Relation zu anderen Muskelgruppen, ne? Ich schwitze jetzt schon. Rücken ist schon stark bei dir, oder? Finish. Ja, keine Ahnung. Komm schon. Ich habe das Problem bei der Frontpose halt immer. Ich sag ja, ich drück da nur, wenn ich in die Bodybuilding-Posen gehe. Weil beim NPC mit diesen normalen
für die Drehungen fehlt mir halt noch das Breite. Breite und die Tiefe. Du, echt? Ja. Komm. Auf. Komm. Komm. Ich mache noch was richtig Schönes für nächstes. Tiffany auch bei jedem irgendwie im Video drin, ne? Bei Luca, bei Fabio. War die noch irgendwo zu Gast? Ich weiß gerade gar nicht. Glaube ich schon, oder? Ein Satz, okay. Dann habt ihr was zum Lachen. Ja, Lenditschka, die meisten Frauen hassen Brusttraining oder trainieren sogar keine Brust. Das sind immer auf jeden Fall insgesamt 4 Sätze. Ich mache immer 2 beim Gerät nochmal zum Reinkommen. Gerade wenn ich im anderen Studio bin. Wann die jetzt noch zum Reinkommen? Nee. Ich dachte, ich mache bei jedem Gerät immer 2 zum kurz Reinkommen, weißt du? Auf geht's. Trick 17. Immer was zum Beißen. Da wird man sich auf die Zunge beißt. Die ist wild, die ist Psycho. War das erotisch? Ja. Nein. Ist gut, okay, super. Manche haben eine Beißschiene, die nimmt immer einen Haargummi. Du meinst noch einen Dropsatz. Kannst ja auch mal umgedreht machen. Kein Dropsatz, sondern mehr draufpacken. Ja, das mache ich auch ab und zu. Das hab ich auch schon gemacht. Bei Schulter habe ich in meinem letzten... Ich find's Erotik pur. Ich brauche ein PT mit ihr. Ja, es ist erotisch. Traumfrau. Jungs, was ist los? Soll ich euch Connection herstellen zu Tiffany? Ja, ich glaube, die ist noch. Ich glaube, Tiffany ist noch zu haben. YouTube-Video. Das könnt ihr noch anschauen. Habe ich so ein Giant-Set halt ja, gemacht. Das ist mega geil. Wo ich dann 4-mal ein Gewicht hochgehe. Sie ist leider vergeben. Okay, dann kann ich leider nichts organisieren für euch, Freunde. Tut mir leid. Okay, kannst du reduzieren doch auf 35. Ganz viele enttäuschende testosterongeladene Menschen sind gerade Männer sind im Chat jetzt ganz, ganz traurig, dass sie vergeben ist. Ja, also vergebene Frauen werden nicht gesmasht, aber nette Komplimente dürft ihr natürlich geben, ja, solange die nicht unter der Gürtellinie sind, Freunde. Weiter. Soll ich auch reduzieren bei dir? Ja. Auf? Oder sagst du mir? Ich sag's dir. Komm. Okay, 2 weiter. Aber hier der Bereich sieht bei dir schon krass aus, ne? Brutal. Ja, das sieht man tatsächlich nicht so häufig. Ne? Wenn Frauen viele Muskeln haben, verlieren die tatsächlich irgendwann die Weiblichkeit. Ne? Ich hoffe, bei Tiffany bleibt es noch so. Wäre natürlich schade. Ja, irgendwann kommt, muss man sich jetzt nicht anlügen, muss man ehrlich sein, ne? Da ist ja eh schon Stoff im Spiel, würde ich behaupten. Und ich hoffe, es bleibt human, ja? Und nicht extrem viel und verschiedene dumme Komponenten, die man bei Frauen eigentlich nicht einsetzen sollte. Dann bleibt sie auch weiblich. Hoffe ich zumindest. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com. Denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal. Unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Oh, leck, hey. Die knallt schon rein, gell? Er kackt sagt Scheiß drauf, nehmen wir die 25er, weil er keine 20er mehr gefunden hat. Sehr sympathisch, also noch mehr.
für den Bub. Aber das schaut mehr aus, wie das ist. Die ist echt nicht schwer. Ich fand's vorher schon schwer, scheiße. Komm. Für solch Luca ist steinhart, ne? Der besteht auch nur aus Muskeln, der Typ. Ja, das ist jetzt also für dich nicht schlecht, weil wir mit der High Row angefangen haben. Aber es kommt halt viel oben an, gell? Bei dir jetzt. Ja. Ja. Mit den Straps müssen die ja auch wachsen. Also du hast die Grundspannung überall. Die ist aber echt nicht schwer. Die ist echt nicht schwer. Schreck sie mal, ich wollte ihn fertig machen, nicht anders. Du unterschätzt dich gerade, glaub mir. Junge, was für Beulen die da hinten hat, Digga. Die ist geil, ich mag die. Geisteskrank. Die ist gut. Müssen wir da bei dir jetzt anfangen, was dran zu schweißen? Scheiße, kann man nicht gut mithelfen. Aber ich finde die gerade, in dem Fall fand ich es gerade geil, dass die ein bisschen mehr in den oberen Rücken geht. Ja, finde ich auch, ich mag das nicht. Jetzt habe ich auch gerade Angst gehabt. Das ist gleich wie die Maschine wie ich. Das ist peinlich geworden. Ja, wer weiß von dem Handtuchschweiß, weißt du hier? Das bringe ich nachher aus. Bade drin. Ausführungen sieht komisch aus, ne? Die sitzt zu tief, glaube ich. Die zieht irgendwie fast nur in den Nacken hinten rein. Komm. Ich habe jetzt auf jeden Fall mittlerweile einen Ablauf fürs restliche Training im Kopf. Kannst du mir noch mal eine runtergehen? Ja, was runter? Ja, eine. Weil ich will die beide auch nicht mitmachen. So, jetzt noch mal ein Dropsatz auf jeden Fall. Kannst du es runter machen? Zweimal, oder? Ja, also erst einen, dann noch einen, genau. Ich schnauf wie eine Lokomotive. Der macht mich fertig. Aber wartet ab, Bizeps kommt noch. Bizeps kommt noch. Gucken wir uns mal an, weil beim Favela Fabio Video hat die, glaube ich, 20er gekürlt. Glaube ich. Ich glaube, das war so. Oh, guck mal, die gehen ja hier an der Bizepsmaschine. Das gucken wir uns jetzt mal an. Boah, Luca sieht aber auch brachial aus, ne? Die entschieden. Wenn man den nur so im Shirt sieht, würde man das gar nicht denken. Komischerweise ist die ultra gut. Normalerweise bin ich nicht so der Live-Fitness-Fan bei vielen Geräten, aber. Ja, richtig. Auch einig. Die ist richtig gut. Geil, 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 geil. Ihr beiden seid die einzigen, die ich kenne, die dieses Nachspannen machen. Was ist das da? Ja. Echt? Ich mach das immer. Machst du auch immer, ja? Ja. Sehr geil. Da haben sich zwei gefunden. Hätte ich ihren Oberkörper mit meiner Brust, wäre ich zufrieden als Nettie. Da denkt sich Thunfisch auch. Komm! Komm. Komm. Bist zu spät im Stream gekommen, Tante. Wir haben heute Thunfisch uns angeguckt. Komm. Easy, komm. Okay. Ui. Ich habe vorhin bei letzten Übung. Hast aber nichts verpasst. Für Rücken habe ich einen Krampf im Po gekriegt. Vom Beuger-Po-Training. Und Lukas so, hä? Bei Rücken, Krampf im Po, was geht? Komm. Die würde jetzt brennen. Genau so, Linditschka. Genau das war das Video. Luca trainiert auch richtig asozial, ne?
So halbe Raps mit viel Gewicht, aber so richtig auf kernig. So bis zum kompletten Abwinken. Bis zum kompletten Versagen. Uff. Da. Boah, dieses Gerät hasse ich wie die Pest. Uff. Ihr kriegt sogar einen Pump auf der Brust drauf. Ja, mit der Seite, ja. Schau, jetzt war ich mir nicht mehr sicher, dass ich rechts gemacht habe, wie viel ich links gemacht habe. Deshalb mache ich keine Einarmige Sache. Ach so. Vom Mitsehen, ja. Hast du vergessen, ja? Hast halt einen Trainingspartner. Dankeschön und schönen Feierabend, Tante. Kannst du mir Aufgabe geben, dann zähle ich für dich. Ah, was du zählst. Ich zähle ehrlich gesagt auch nicht. Du zählst gar nicht. Ich zähle gerade gar nicht, ne? So, jetzt allerletzte Übung. Hammercurls für den Brachialis. Wie viel Kilo hast du jetzt? Heute das erste Mal, glaube ich, in meinem ganzen Leben 113 geknackt. 113 Kilo jetzt im Aufbau. Da hat er noch ordentlich Kilos nach oben, damit er sein Gewichtslimit ausfüllt. Deswegen, nächste Wettkampf mit Brachial bei ihm. 113,3. Ich glaube, ich war noch nie das 113 vorne gestanden. Training ist durch jetzt. Yes. Wie fandest du es? Mega. Ich bedanke mich. War echt gut. Ich sag ja, Rücken habe ich eh so eine leichte Problematik. Ja. Und habe mich auf T-Bau-Rudern eingelassen. Vielen Dank. Spüre ich jetzt auch gut. Werde ich mit in mein Training involvieren. Sehr gut. Neben mir hat es auch auf jeden Fall getaugt. War gut. Dankeschön. Hast du mitgezogen. Und wir hauen jetzt hier noch ein Post-Workout rein. Ich bin zwar abgefuckt heute von meinem Post-Workout, habe die beiden gerade schon voll geheult, weil das ist mir ja tatsächlich noch nie passiert. Meine hier, die Smacks sind einfach leer gegangen. Also ich habe da nur noch 30 Gramm drin. Normalerweise gibt es 80. 30 Gramm ist ja gar nichts. Jetzt muss ich noch Reiswaffeln essen. Also. Und ich stand heute da und wollte ihm eigentlich so ein kleines Präsent mitbringen und habe dann noch überlegt, ob ich Cornflakes mitnehmen soll. Gell? Schade. Ist dann auf Babybrei rausgefallen. Muss er mit den 30 Ich kann Gramm die eigentlich nicht mehr sehen. Ich habe da so. Aber Reiswaffeln, wenn man die crushed kaputt macht und in eine Tupperdose Whey drüber kippt, das geht eigentlich auch klar. Ja, aber das macht man eigentlich nur, wenn man zum Ende der Diät, wenn man schon so Sachen geil findet. Ich habe davon am Ende der Prep gegessen zum Laden. Da hatte ich mal an einem Tag 500 Gramm Reiswaffeln. Mhm. Digga, da kriegst du Muskelkater im Kiefer vom Kauen. War kein Spaß, trocken 500 Gramm Reiswaffeln essen. Weiß. Aber 50 Gramm kriege ich auch noch rein. Das sind so Kleinigkeiten, ey. Ich reg mich richtig auf wegen so einer Scheiße. Das heißt, bei dir steht noch To-Do an, einkaufen gehen. Muss ich tatsächlich jetzt noch. Also, ansonsten war es von uns. Da ist noch übrigens, das kippe ich da, ja, so viel wie halt noch drin ist, da noch rein. Whey, Glutamin, Kollagen und Kreatin bei mir. Magnesium und 3 Kapseln Stress-Off. Wenn ihr euch das holen wollt, entweder mit dem Code Tiffy bei HPN oder mit dem Code Luca, könnt ihr da am besten sparen. Ansonsten war es von unserer Seite aus. Willst du noch was sagen? Ich bin einfach übermäßig glücklich. Zimmer mir jetzt hier auch meinen Whey rein. Rücken ist geil. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüssikowski. Also, coole Kombo. Tiffany Ritter und Luca Rege haben zusammen geballert. Tiffany, brutale Power, Alter. Konnte ja überall mithalten. Richtig gut. Vor allem Bizeps, da hat die richtig Dampf, ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei ESN.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oace.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.